Meditationsübungen, die zum inneren Gleichgewicht beitragen. Die erste Phase bei dieser Übung der stabilisierenden Meditation besteht darin, den richtigen Zeitpunkt und den geeigneten Ort dafür zu finden. Er sollte so ruhig und friedlich wie möglich sein. Wählen Sie eine Zeit, in der Sie für mindestens 5 bis 10 Minuten nicht gestört werden. Um nicht durch das Telefon aufgeschreckt zu werden, schalten Sie es ab, legen den Hörer neben die Gabel oder stellen den Anrufbeantworter an. Wenn Sie einen Raum für sich haben, vielleicht ein Arbeitszimmer, wo Sie das Telefon nicht hören können, so ist das natürlich auch gut. Der passende Zeitpunkt und ein ruhiger Raum sind wichtig. Sobald Sie die richtige Umgebung gewählt haben, können Sie mit der Übung beginnen. Der nächste Schritt besteht darin, die richtige Sitzposition einzunehmen. Nehmen Sie eine Haltung ein, die für Sie bequem ist. Sie können sich auf einen Stuhl oder auch auf ein Kissen auf dem Fußboden setzen oder, wenn Sie das bequemer finden, können Sie sich auch mit dem Rücken aufs Bett legen. Dann müssen Sie allerdings darauf achten, dass Sie nicht einschlafen. Ganz gleich, welche Haltung Sie einnehmen, es ist wichtig, dass Ihre Wirbelsäule dabei gestreckt ist. Halten Sie Ihre Arme in einer entspannten Lage und Ihre Augen halb offen. Sie können sie aber auch schließen. Wenn Sie Ihre Augen halb offen halten, sollte Ihr Blick nach unten gerichtet sein, aber nicht auf einen bestimmten Gegenstand. Ihr Mund sollte geschlossen sein, der Kiefer entspannt, die Zunge leicht den oberen Gaumen hinter den Vorderzähnen berühren. Achten Sie darauf, dass in keinem Teil Ihres Körpers eine Spannung ist, die Sie ablenken könnte. Sobald Sie die richtige Haltung eingenommen haben, entspannen Sie Ihre Schultern und holen Sie dabei tief Luft. Nehmen Sie sich dann ganz bewusst vor, dass Sie in diesen Minuten der geistigen Disziplin versuchen werden, Ihren Geist zu konzentrieren und ihn nicht ziellos herumwandern zu lassen. Dieser Entschluss ist so, als würden Sie die Tonlage eines Gesprächs bestimmen. Machen Sie ein paar tiefe Atemzüge, lassen Sie dabei die Luft langsam heraus. Atmen Sie tief vom Unterleib aus, sodass sich der Unterleib hebt und senkt, wenn Sie ein- und ausatmen. Dieses Atmen wird Ihnen helfen, Ihren Geist zu beruhigen und die Intensität der Gedanken verringern, die Ihnen im Allgemeinen unaufhörlich durch den Kopf gehen. Nach dieser körperlichen und geistigen Vorbereitung können Sie mit den folgenden Übungen beginnen. Übung A. Nachdem Sie ein paar Mal tief ein- und ausgeatmet haben, das heißt 3 bis 7 Mal, je nachdem, wie lange es dauert, bis Ihr Geist sich beruhigt hat, kehren Sie zu Ihrer normalen Atmung zurück. Lassen Sie die Luft ohne Anstrengung ein- und ausströmen und konzentrieren Sie sich die ganze Zeit dabei auf die Atemtätigkeit. Wenn Sie einatmen, beobachten Sie, wie die Luft hereinströmt. Und wenn Sie ausatmen, nehmen Sie einfach zur Kenntnis, dass sie herausströmt. Ihr Geist sollte in einer neutralen Verfassung sein, unvoreingenommen, urteilslos. Er sollte nicht in Aktion treten. Lassen Sie ihn mit Hilfe dieser einfachen Tätigkeit des Atmens ausruhen. Sie sollten dies wiederholen, so oft Sie können. Sicherlich werden viele Gedanken auftauchen und Ihr Geist wird beginnen abzuschweifen. Wenn Ihr Geist zu wandern beginnt, dann beobachten Sie das eine Weile und konzentrieren Sie ihn dann wieder. Holen Sie ein paar Mal tief Luft und richten Sie Ihre Aufmerksamkeit dann wieder auf Ihre Atmung. Sie können diese Übung anfangs 5 bis 10 Minuten lang machen. Wenn Sie mit der Zeit mehr Praxis haben und sich länger auf die einfache Atemtätigkeit zu konzentrieren vermögen, können Sie die Zeitdauer allmählich steigern. Übung B. Manche Menschen, insbesondere jene, die einen sehr regen Geist haben, finden die erste Übung vielleicht ein wenig schwierig, zumindest in der ersten Zeit. Diese finden möglicherweise eine andere Variante der Meditation effektiver. Hier beobachten Sie die Atmung nicht nur, Sie zählen zusätzlich auch die Atemzüge.
Manche Menschen finden, dass das Zählen ihnen hilft, ihre Aufmerksamkeit auf den Atem gerichtet zu halten. Bereiten Sie Ihren Körper und Ihren Geist in derselben Weise vor wie in Übung A. Nachdem Sie ein paar Mal tief Luft geholt haben, lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Atmung. Wie zuvor atmen Sie normal und lassen die Luft dabei ohne Anstrengung ein- und ausströmen. Jetzt beobachten Sie nicht nur die Atemzüge, sondern zählen Sie still mit. Einmal ein- und ausatmen ist jeweils eine Einheit. Während Sie also einatmen und ausatmen, zählen Sie im Geist 1, 2, 3 und so weiter. Anfangs können Sie bis 10, 15 oder 21 zählen, je nachdem, wie lange Sie Ihre Aufmerksamkeit zu halten vermögen, ohne abgelenkt zu werden. Wenn Ihr Geist zu wandern beginnt, registrieren Sie einfach, dass er es tut, und konzentrieren Sie ihn dann wieder. Holen Sie ein paar Mal tief Luft und nehmen Sie danach das Atmen und Zählen wieder auf. Anfangs ist es besser, wenn Sie diese Übung nur für relativ kurze Zeit machen, sagen wir 5 bis 10 Minuten. Doch wenn Sie mehr Praxis in Ihrer geistigen Disziplin bekommen, wird Ihre Fähigkeit, in der Meditation konzentriert zu bleiben, ganz natürlich zunehmen. Ganz gleich, für welche der beiden Übungen Sie sich entscheiden, es ist wichtig, sie regelmäßig zu machen. Schon allein die Routine und die Regelmäßigkeit der Übung wird ein gewisses Maß an Disziplin und Konzentration in Ihr Leben bringen. Wenn Sie mit dieser Übung mehr und mehr vertraut sind, werden Sie allmählich auch die Fähigkeit bekommen, eine ruhige Geistesverfassung zu kultivieren, die Sie dann auf jeden gewählten Gegenstand richten können. Auf diese Weise werden Sie imstande sein, viele Probleme zu überwinden, die einfach infolge eines unkonzentrierten, undisziplinierten Geisteszustandes auftreten.